Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin. Wie ihr seht, mein PC steht hier vorne, weil wir, nicht wundern, was hier unten ist, da ist die Be Quiet Schrift und da ist dann halt so silber, so durchsichtige Folie noch drüber. Die habe ich noch drauf gelassen zum Schutz. Wir wollen nämlich jetzt die 4K-Karte in den PC einbauen. Achso, ich habe mir natürlich wieder einen Schraubenzieher vergessen, obwohl ich brauche keinen Schraubenzieher. Und nächste Woche werde ich dann nochmal ein Video zu meinem PC allgemein machen. Ich muss jetzt erstmal hier oben die Schrauben lösen, um die Glasplatte abzunehmen. Wird jetzt nämlich ein bisschen knapp, denke ich mal. Dann werden wir mal gucken, inwieweit das alles jetzt klappt. So. Oh, der ist aber schon hinten ganz schön. Da muss ich auf jeden Fall, ist ja kein Wunder, dass der ein bisschen lauter geworden ist. Die ganzen Riffeln sind hinten schon voll. Der steht halt unterm Tisch. Ja. So. Und wir wollen jetzt nämlich die 4K-Karte hier unten einbauen. Warte mal kurz, ich muss mal hier schnell. Nö. Das ist eigentlich relativ okay. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und das Problem jetzt hier ist, ich muss jetzt erstmal hier Platz machen. Ich habe hier unten auch noch Platz für noch einen weiteren Slot für eine Festplatte, den werde ich auch demnächst irgendwann mal nutzen. Hier oben ist jetzt meine SSD drin und ich werde dann hier unten auch noch eine SSD drin machen. Ich muss jetzt hier nur gucken, dass ich jetzt hier so ein bisschen vorsichtig sauber mache. So. Und jetzt müssen wir gucken. Ich habe nämlich, ich zoome euch mal ran. So, wie ihr seht, ich habe nur noch unten ein, hier ist nämlich ein kleiner PCIe 4 Steckplatz. Da ist mein WLAN-Modul dran, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Aber ich habe es mir auf Sicherheit mit einbauen lassen, weil man weiß ja nie, was so kommt. Und wenn Internet wirklich mal mein WLAN abkackt oder der Kabel abkackt, irgendwas, habe ich immer noch hier genug, dass ich halt Ausweichmöglichkeiten, dass ich hier WLAN ran machen kann. Ach Quatsch, WLAN nutzen kann. Jetzt müssen wir das hier nur gucken, dass wir das hier alles irgendwie. Ich muss den Kabel nämlich hier irgendwie an der Seite nochmal hoch machen. So. Das ist nämlich alles sehr gut verbaut von Mindfactory. Aber wir brauchen jetzt kurzzeitig den Platz, dass ich da hinten rankomme. Und mal gucken, ob das überhaupt alle klappt mit den Steckverbindungen. Schraubenzieher brauche ich nicht. Ich muss hier nur. Brauche ich doch. Ein bisschen fest die Schraube, oder? Oh Gott. Moment, ich muss mal einen Schraubenzieher holen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir mal einen Schraubenzieher geholt. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die. Und jetzt können wir hier das Metallteil einfach so rausnehmen. Das werde ich natürlich nicht wegschmeißen, das kann ich aufheben, weil das kann ich dann später, wenn ich die Karte nicht mehr brauchen sollte oder so, kann ich die hier reinmachen oder wenn eine kleinere Grafikkarte oder so, dann kann ich das hier alles dann noch ein bisschen anders variieren. So. So, dann kommt jetzt die 4K-Karte rein. Muss ich jetzt hier aufpassen. So. Ist die auch? Nee, die ist nicht richtig. So. Moment, ich muss das mal anders machen, Leute. Da seht ihr jetzt gerade mal nicht so viel. Mach mal so, aber das soll ja vernünftig sitzen.
ist der Kabel von dem WLAN, von der WLAN-Karte. So, der ist nämlich jetzt, der ist ein bisschen eingedreht. Naja, so, den kriegen wir jetzt hier hoch. Dadurch müssten wir das jetzt eigentlich vernünftig rankriegen. Ist halt nicht gerade viel Platz da unten. So. Jetzt müsste das eigentlich sitzen. So. Und ist doch noch Platz. Nur für die nächsten Projekte, was jetzt nächste Woche kommt, muss ich das dann alles nochmal ausbauen. Weil dafür ist es dann doch ein bisschen zu doof. Muss mal gucken. So. Hat das noch? Ich muss jetzt hier irgendwie erstmal die Schraube hier rankriegen. So. Dann nochmal lose machen. So ein Stück. Ich werde das nochmal ein bisschen nachjustieren. So. So gefällt mir das. So, und schon ist das vernünftig verbaut. Ich zoome euch auch gleich nochmal ran. Ich muss jetzt halt nur noch die WLAN-Karte jetzt wieder gucken, dass das hier... Ja. Den Kabel jetzt hier hinten wieder verstecken. So. So, dann kommt der auch nicht da oben irgendwo ran. Der kommt auch nicht auf die 4K-Karte. Die einzigen Kabel, die jetzt hier unten noch rauskommen, sind halt von den LEDs und so. Quatsch, SATA. Ja, würde ich sagen, dann ist das jetzt soweit. Ja, fertig. Ja. Wir haben sie jetzt eingebaut. Jetzt können wir auch gleich das Glas wieder ranmachen und ich muss das Metall noch wegräumen und den PC an seine Stelle stellen und natürlich alle wieder anschließen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen was mit dem Anschließen, weil da sind viele Kabel dran und ich will noch vorher den HDMI-Kabel verlegen. Das werde ich aber nicht aufnehmen. Jo, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video, wenn wir die Avamedia dann mal testen, das Programm installiert haben. Erstmal gucken, wo wir das Programm bekommen und der Link steht ja da drauf und dann bin ich mal da echt gespannt. Dann würde ich sagen, bleibt mir treu, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir sehen uns im nächsten Video.